Ja, und ich bin auch gespannt, was Gott für mich dabei hat heute Abend. Halleluja. Ja, so soll es sein. Ich bin immer gespannt, was Gott redet. Und wenn man sich vorbereitet auf eine Predigt, was möchte Gott gerade jetzt zu uns sprechen? Nicht nur zu dir, sondern zu uns als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Volk Gottes, auch in unsere Nation hinein. Und ich glaube, das Wort, dass ich heute Abend spreche, ist sowohl für dich und deine Familie, als auch für deine Stadt und auch für unser Land. Amen. Gott liebt, er liebt es, Menschen zu befreien. Er liebt es, ein Volk zu befreien. Er hat es in der Geschichte immer wieder bewiesen. Und er möchte auch, dass du befreit lebst. Und mehr noch, dass deine Befreiung zur Hilfe wird für andere Menschen, dass auch sie in Befreiung leben können. Gott möchte deine Freiheit. Er liebt es nicht, wenn du gebunden bist. Da gibt es einen Gegenspieler in der Welt, der es liebt, Menschen zu binden und in seinen Band zu ziehen. Aber Jesus ist gekommen, um uns freizusetzen. Und wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Halleluja. Mein Thema heute heißt Befreiung biblisch. Ich möchte ein Zeugnis, mit einem Zeugnis anfangen. Ich war in einer Gemeinde in Indien unterwegs. Ich war in einem Dorf und die Versammlung hat in einer Lehmhütte stattgefunden. Das waren etwa 25 Leute versammelt. Man saß auf dem Boden. Der Lobpreis ging los. Man sang, man hatte einfach ein Percussion, ein Tambourin als Rhythmus und dann wurde einfach gesungen. Christliche Lieder zum Lobpreis. War nicht sehr melodisch, auf das ging, kam es nicht an. Der Text war es, der uns in die Gegenwart Gottes gezogen hat. Der Raum war erfüllt von der Gegenwart Gottes, war erfüllt von Menschen, die ihr Gesicht zu Gott wandten und ihn anbeten von Herzen, weil sie sich vielleicht vor nicht allzu langer Zeit bekehrt haben, dann haben die Erlösung Christi erfahren, die Befreiung von ihren Sünden und Mächten der Finsternis und sie lobten Gott von Herzen. Es war eine junge Frau da, ihre Mutter saß auch da. Und während wir im Lobpreis waren, fing sie an, sich komisch zu bewegen und ein Dämon manifestierte sich und warf sie hin und her und sie war sehr ruhelos und fing an zu stören, rannte irgendwann mal hin und her. Und ich versuchte schon, die Sache ein bisschen in Kontrolle zu bekommen, aber dann warf sie sich auf den Boden und blieb bewusstlos. Die Mutter nahm sie auf den Schoß und für den Rest der Versammlung blieb sie so mehr oder weniger lieblos auf dem Schoß ihrer Mutter liegen. Am Ende der Versammlung, wir ließen uns nicht weiterhin stören. Ich wusste, um was es hier geht und es war alles in Ordnung. Wir haben unser Gesicht auf Jesus gewandt. Wir haben uns durch das Wort Gottes ermutigen und aufbauen lassen, durch das Gebet. Ich habe Menschen gedient und dann habe ich mich am Ende dieser jungen Frau zugewandt. Ich wusste, dass sie von einem dämonischen Geist besessen und geplagt war, gebunden war. Ich habe das adressiert. Ich habe Freiheit hineingesprochen. Im Namen Jesus habe ich dem Dämon befohlen. Dann habe ich ihr Wasser zu trinken gegeben. Die Augen gingen wieder auf und sie kam wieder zu sich. Sie war normal. Ich fing an, mit ihr zu reden und dass sie Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland annimmt. Sie kannte ihn schon, sie kam ja hier in die Versammlung schon, sie hat es schon mitbekommen. Und jetzt hatte sie ganze Freiheit erlebt. Halleluja. In Markus Kapitel 16, Vers 17 bis 18 lesen wir eine Schrift. Und ich möchte hier aufgreifen von meiner letzten Predigt. Wenn du sie noch nicht angehört hast, die Predigt Leben im Übernatürlichen. Hör dir sie gerne an. Ich möchte dich dazu einladen, auch mit dieser Predigt heute, möchte ich dich einen Schritt weiternehmen, was es heißt, in dieser übernatürlichen Kraft zu leben, hier auf Erden, den Himmel hier auf Erden wirklich zu erleben. Hier heißt es,
folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Und dieser Vers nimmt uns sofort in das Übernatürliche hinein und sagt, hey, wenn du an Jesus Christus glaubst, Jesus erwartet von dir nichts anderes, als dass du etwas Übernatürliches erfährst, dass du in dieser übernatürlichen Ebene lebst, die auch Jesus kannte, mit der er unterwegs war in der Kraft und Fülle des Heiligen Geistes. Das gab er seinen Jüngern weiter und das gibt er auch dir weiter. Das ist das, was er sagt. Das sind Zeichen deines Glaubens. Wow. Und dann guckst du dir das an und denkst, hey, bin ich da schon? Ist das wirklich meines? Gehört das zu mir? Oder, ich weiß nicht, ob, wow, das hört sich ja an hier. Du, das haben wir letztes Mal schon besprochen. Du, wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist und sprichst in Zungen, dann bist du schon eingestiegen in das Übernatürliche. Und du darfst jeden Tag in Zungen beten. Du darfst in Zungen singen. Und der Geist Gottes spricht durch dich und betet durch dich und du verbindest dich mit dem Himmel und das baut dich auf. Ich möchte dir das vorschlagen. Bete jeden Tag, nimm dir Zeit und bete in Zungen. Das kannst du, egal wo du bist, tun. Du brauchst dabei deinen Verstand noch nicht mal beschäftigen, weil es ja durch den Geist ist und es wird dich aufbauen. Es wird dir die Kraft geben. Wir lesen aber noch etwas, du wirst sogar Dämonen austreiben. Das ist ein Zeichen, dass du im Glauben an Jesus Christus unterwegs bist. Das gehört also dazu. Es ist nichts Außergewöhnliches für einen Christen, dass er sich gegen Mächte der Finsternis wenden kann. Satan ist für dich als Gläubiger nicht dieser große, unheimliche, angsterregende. Nein, er ist der, der Gottes Feind ist, das ist richtig. Aber er ist auch der, der besiegt wurde durch Jesus Christus. Durch das Kreuz. Und Jesus hat einen Triumph hervorgebracht über diese Mächte der Finsternis. Und er lädt dich und mich jetzt ein im Glauben, in diesem Triumphzug mit ihm unterwegs zu sein, denn du bist mehr als Überwinder. Und stärker ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Sag mal ein Halleluja. Das ist etwas, was du wirklich runterschlucken musst, annehmen musst, durchkauen musst und sagen, das bin ich und das darfst du täglich bekennen. Es gibt ein Leben in der geistlichen Kraft. Ich möchte dir jetzt nicht sagen, hey, geh mal rum und such die Dämonen und treib sie aus. Nein, um das geht es überhaupt nicht. Nein, 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 um das geht es nicht. Es geht darum, dass du in dieser Kraft lebst. Und in dieser geistlichen Kraft sind Dämonen nicht mehr etwas, wo du Angst davor haben musst. Sag mal ein Halleluja. Dämonen sind etwas, wo du befehlen kannst und sie müssen weichen. Und du wirst nicht derjenige sein, der plötzlich mal in Angst davonrennt. Das ist das, was Jesus dir mitgeben will, dass du keine Angst mehr davor hast. Ja, es gibt geistliche Mächte, die in den geistlichen Örtern sich bewegen. Für unsere Augen unsichtbar. Aber wenn du in Christus bist, dann bist du versetzt in geistliche Örter und du bekommst etwas mit, was sich in geistlichen Örtern oder in himmlischen Welten abspielt. Bist du ein Mensch, der noch ungerettet ist und in Sünde lebt, dann gehörst du ja in das Reich der Finsternis und hast keine Ahnung, was da alles losgeht, es sei denn, du beschäftigst dich mit dem, eben mit der anderen Seite. Das kann auch sein. Wenn du dich beschäftigst mit Dingen der Esoterik und Wahrsagerei und Zauberei, dann beschäftigst du dich mit diesen Mächten, die wahr sind und die Kraft und Macht haben. Du beschäftigst dich damit und sie können durch dich wirken. Und du merkst plötzlich, hey, da ist Kraft, das geht in das Übernatürliche hinaus
und da ist was dahinter. Aber du merkst nicht, wie es dich gefangen und gebunden hält. Und es wird erst dann in Konfrontation herausgerufen, wenn Jesus Christus ins Spiel kommt. Wie viele Menschen leiden unter Bindungen in ihrem Leben, kommen nicht mehr zurecht, werden zum Selbstmord getrieben oder zu Zwängen und ritzen sich selbst und andere Art von Dingen. Schlaflose Nächte, Albträume und vieles, vieles mehr und wissen nicht, wie sie rauskommen. Und viele Menschen haben keine Ahnung, woher kommt es dann, weil sie keine Verbindung sehen zu den Dingen, die sie mal getrieben haben. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und bis in den letzten Winkel der Erde. Wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dann wirst du Kraft empfangen. Halleluja. Können wir das gemeinsam sagen? Ja, und dann setzt du an dieser Stelle mich ein. Wenn der Heilige Geist auf mich gekommen ist, dann werde ich Kraft empfangen. Bist du bereit, das zu sagen? Ja? Machen wir mal gemeinsam. Wenn aber der Heilige Geist auf mich gekommen ist, werde ich Kraft empfangen. Halleluja. Es ist eine Kraft da, eine heilige Kraft Gottes. Und Gott teilt seine Kraft mit dir. Und er möchte, dass du in dieser Kraft unterwegs bist. Halleluja. Dass du Überwinder bist, dass du stark bist, dass du den Problemen in die Augen sehen kannst. Wow. Das wünscht sich Gott von dir. So weit will er dich ausrüsten. Physisch mögen wir schwach sein, aber geistlich ist eine Kraftquelle zur Verfügung, die nie versiegt, die immer nur stärker ist. Halleluja. Und dieser Heilige Geist, der löst in dir einen Fluss aus. Und das lesen wir mal, das hat Jesus in Johannes 7 gesagt. Johannes 7, Vers 14. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, so wie es die Schrift sagt. Er meinte damit den Heiligen Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Er spricht hier vom Heiligen Geist. Wenn also der Heilige Geist auf dich kommt, du wirst Kraft empfangen, haben wir eben gelesen. Dieser Heilige Geist, so sagt Jesus, wird einen Fluss freisetzen, der von dir fließt, von deinem Inneren hervorfließt. Und ich nehme gern das Bild des Bauches, denn eigentlich hier wird ein Wort gebraucht. Aus deinem Inneren wird es hervorfließen, nicht aus deinem Kopf, sondern es ist eine geistliche Sache. Von dir wird es hervorfließen und es wird Frucht bringen. Ich denke an diesen frucht- und lebensspendenden Fluss aus dem Tempel Gottes. Was sind diese Ströme, die von dir fließen sollen? Es sind ja Ströme der Kraft. Kraft, die Veränderung bringen. Kraft, die die Atmosphäre verändern. Halleluja. Ich bin hier, um die Atmosphäre zu verändern. Das ist ein Satz, den Gott mir und meiner Frau gegeben hat, als wir in der Mission in Indien ankamen und dort in dieser Stadt Agra, wo wir eine geistliche Finsternis über dieser Stadt verspürten. Wo wir wussten, hey, das ist ein depressiver Geist. Wir haben von vielen gemerkt, auch persönlich verspürt. Sobald du in der Stadt angekommen warst, ist ein Geist der Depression auf dich gekommen. Und es lag über dieser Stadt, eine Touristenstadt. Aber wie viele Touristen haben auch davon Zeugnis gegeben, man will nicht in dieser Stadt bleiben. Es gibt viele andere schöne Städte, die von Touristen bereist werden. Und Touristen bleiben dann gerne 3, 5, 7 Tage und gucken sich alles an. Aber in Agra, wo die Taj Mahal ist, wo eigentlich jeder mal vorbeikommen will, da bleibt man nicht gerne. Da ist man gleich wieder weg. Warum ist das so? Ich bin hier, um die Atmosphäre zu verändern. In Englisch, I'm here to change the atmosphere. Ja, das kannst du dir merken. I'm here to change the atmosphere. Sag dir das mal, wenn du Englisch kannst, sprich mit mir. I'm here to change the atmosphere. Halleluja. Und das ist möglich, weil du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Das sind geistliche Dinge. Wo du hingehst, da wird sich die Atmosphäre verändern, weil du da bist und nicht alleine als Mensch mit einem menschlichen Geist, sondern der Heilige Geist ist mit dir. Und wenn der Heilige Geist mit dir ist, dann ist Gott da. Halleluja.
Jesaja. Du läufst in deine Geschäftsstelle hinein, in deine Arbeit, an deinen Arbeitsplatz, ins Büro. Und da geht Gott mit dir. Und wenn Gott mit dir ist, dann passiert was. Und die Atmosphäre um dich herum wird sich verändern. Und ich möchte, dass du dir bewusst wirst, welche Kraft da ist. Und dass du diese Kraft bewusst anwendest. Denn wenn du betest, dann können sich Dinge verändern. Dein Gebet darf sich verändern, wenn du dir nur bewusst bist dieser Kraft. Dann sagst du, oh lieber Gott, ich bitte dich, dass du doch vielleicht mal, wenn es dein Wille ist, eingreifst. Nein, dein Gebet wird sich verändern, wo du in diese Dinge hineinsprichst, sagst, ich bin hier und Gott, du bist hier und du regierst jetzt. Und ich spreche deinen Willen aus hier und du wirst regieren mit deiner Heiligkeit und Gerechtigkeit und proklamiere Gerechtigkeit und Recht. Auch in deiner Firma. Proklamiere Liebe hinein, gute Beziehung. Dein Gebet kann Dinge verändern. Halleluja. Du darfst dir das bewusst sein, denn Jesus hat es uns mehrmals wiederholt, welche Kraft dein Gebet hat in dem Namen Jesus Christus. Wow. Lasst uns ganz bewusst beten. Deine Worte können Leben und Hoffnung hervorbringen. Und ich denke, viele von uns haben das auch erlebt. Es ist dein Zeugnis, wie du Leben und Hoffnung in andere Menschen hineinsprechen kannst. Unsere Worte verändern sich, weil wir so beeinflusst sind von diesen positiven Worten, den Verheißungen Gottes. Gott wünscht Leben den Menschen. Er schenkt Hoffnung den Menschen. Und er schenkt Hoffnung auch dir. Hoffnung auf ein ewiges Leben. Hoffnung auf ein Dasein, Zusammensein mit Gott für immer. Halleluja. Dein Zeugnis kann Glauben fördern. Erzähle dein Zeugnis mit einem Bewusstsein. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Der Geist gibt dir Weisheit, das gibt Verständnis und letztendlich auch Erfolg in deinen Dingen, was du tust. Deine ganzen Handlungen, die du tust, die sind voller Kraft. Sie geben Antworten zu den Problemen. Erwarte das, dass deine Handlungen so von Weisheit und Kraft erfüllt sind, dass sie den Nöten abhelfen. Ja, selbst deine Berührungen. Die Berührung, die du tust, tu sie bewusst. Wenn du Hände schüttelst, wenn du Menschen berührst, selbst deine Kinder, deine Familie, lass es eine Berührung sein der Kraft des Heiligen Geistes und lass sie fließen. Mach es bewusst. Und wenn du dir bewusst bist, dann kann der Heilige Geist wirken. Du kannst sogar Befehle geben, Befehle, die in der geistlichen Welt Ordnung schaffen. Wow. Und auf diese Befehle wollen wir ein bisschen mehr eingehen. Was sind diese Dienste des Reiches Gottes, die wir von Jesus lernen? Was hat Jesus gemacht? In Matthäus Kapitel 4, Vers 23, 24 haben wir mal so ein bisschen Einblick. Das ist wie so eine kleine Zusammenfassung. Was hat Jesus gemacht? Matthäus 4, 23, 24. Jesus zog in ganz Galiläa umher, er lehrte in den Synagogen und verkündigte die gute Botschaft vom Reiche Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. Bald wurde überall von ihm gesprochen, selbst in Syrien. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die an den unterschiedlichsten Krankheiten und Beschwerden litten, auch Besessene, Epileptiker, Gelähmte, er heilte sie alle. Es sind vier Dinge, die Jesus tut. Er lehrt das Wort Gottes, er predigt das Evangelium, er heilt die Kranken und er treibt Dämonen aus. Vier wesentliche Dienste des Reiches Gottes. Und diese vier wesentlichen Dienste des Reiches Gottes, die will Jesus auch heute noch tun. Und die sind so wesentlich, dass sie Veränderung bringen, dass sie Menschen verändern, dass sie Gesellschaften verändern. Das sind die Dinge, die er heute durch die Jünger Jesu tun will, also durch dich. Und wir merken, es geht nicht nur um das Wort. Zwei Dinge sind mit dem Wort zu tun. Zwei Dinge sind einfach mit der Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Und du weißt ganz genau, es ist nicht aus mir. Ich kann nicht heilen, aber er, durch seine Kraft, fließt Heilung. Ich kann nicht aus meiner Kraft mich gegen irgendwelchen Mächte der Finsternis stellen. Aber aus seiner Kraft ist es möglich. Halleluja.
Und Gott macht uns hier bewusst, dass die Welt nicht nur mit dem tickt, was wir so alles mit dem Mund von uns losgeben. Es gibt geistliche Dinge, geistliche Atmosphären. Es gibt Dinge, die sich da bewegen, die wir genauso beeinflussen können. Es sind so viele Dinge, die in unserem Land eigentlich laufen, weil sie durch geistliche Mächte beeinflusst sind. Auch das, was politisch läuft. Und wir als Gemeinde Jesu sind herausgefordert, dass wir im Geiste, in der geistlichen Welt regieren. Das ist unser Part. Die Politiker regieren auf ihre, das, was sie können. Wir regieren in der geistlichen Welt. Und wir müssen diesen Auftrag wahrnehmen. Es gibt ein Selbstverständnis des Auftrages. Jesus hat einen Auftrag und den Auftrag gibt er seinen Jüngern weiter. Was ist das Selbstverständnis dieses Auftrages? Wir wollen mal schauen, wie Jesus seinen Auftrag versteht. In Lukas Kapitel 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Er sagt, hier ist eine Salbung, die auf mir ruht. Und diese Salbung bringt Freiheit für Gefangene. Ja, das heißt, Menschen, die geistlich gebunden sind, gebunden durch Sünde, durch Satan, gebunden durch seine Machenschaften. Freiheit für Zerschlagene, sagt er. Zerschlagen, Menschen sind geschlagen von geistlichen Mächten, richtig gepeinigt. Immer wieder kommen Menschen zu uns. Und wir sind oft so traurig, wenn wir sehen, wie Menschen gepeinigt sind. Und ich weiß, viele, viele trauen sich das ja schon gar nicht, irgendjemand zu erzählen, weil sie denken, die halten mich alle nur für verrückt und vielleicht muss ich dann ins Verrücktenhaus dann und so. Ne? Dann werde ich für psychisch krank erklärt und so weiter. Und oft hält man dann zurück. Jesus hat für dich Freiheit geplant. Hier hast du es ganz klar. Das ist das Selbstverständnis von dem Auftrag Jesu. Ich bin dazu da, um Freiheit zu bringen. Menschen sind gebunden, mehr oder weniger. Du kannst gebunden sein von Sünde, du kannst auch gebunden sein von Alkohol, Drogen, Spielsucht, Computer. Die Liste ist endlos, von was Menschen heute alles gebunden sind. Du kannst auch gebunden sein, weil du Götzendienst treibst. Bilder anbetest, das Geld, die Karriere, die Kinder, alles, was du zu deinem Götzen machst, den du hingibst und das an erster Stelle deines Lebens machst, ist Götzendienst und Götzendienst nimmt dich gefangen. Es gibt Freiheit und das ist die gute Botschaft, mit der Jesus gekommen ist. Das ist seine Botschaft gleich zu Anfang. Mit dem ist er auf die Bühne gegangen. Ich bin dazu gesalbt, um Menschen in die Freiheit zu führen. Ist das auch dein Auftrag? Wir haben gelesen, dass auch du den Heiligen Geist bekommst. Erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und Kraft bekommst. Und etwas von dir fließt, das anderen zum Segen wird, damit andere in die Freiheit kommen. Du darfst andere in die Freiheit verhelfen. Da gibt es eine Vollmacht, die Jesus seinen Jüngern gibt. Wir lesen das in Matthäus Kapitel 10, Vers 1. Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Oh, Halleluja! Er gibt diese Kraft durch den Heiligen Geist seinen Jüngern und diese selbe Kraft und Vollmacht wirkt auch in dir, denn du hast denselben Geist, den Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in dir. Du hast einen solchen Geist in dir, einen Geist, einen göttlichen Geist, der mehr kann, als du dir je vorstellen kannst und überhaupt auch nur aussprechen kannst.
er kann noch mehr. Er sitzt schon in dir. Die Kraft ist schon da. Du darfst dich dazu öffnen und sagen, Geist Gottes, wirke durch mich. Es bin nicht ich, nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch meine Kraft, nicht durch mein Denken, nicht durch mein Schaffen, sondern durch den Geist Gottes, der in dir ist, wirst du Dinge für Gott vollbringen. Das ist Reich Gottes auf Erden. Jesus sendet seine Jünger und sie gehen tatsächlich, auch als Jesus weggegangen ist, dann sind seine Apostel, seine Jünger rumgegangen und wir lesen die Geschichten in Apostelgeschichte, wie sie Dämonen ausgetrieben haben. Das ging auch weiter, die nächsten Jünger, die nächsten Apostel, selbst die, die Jesus nicht persönlich gesehen haben, wurden auch mit dieser Kraft erfüllt. Paulus zum Beispiel wurde genauso mit dieser Kraft erfüllt und wir lesen später eine Geschichte, wie es mit Paulus war. Auch Diakone wie Philippus und so, wir lesen, sie haben Kranken geheilt und sie haben auch böse Geister ausgetrieben. In Matthäus 7, Vers 22 gibt es einen Vers, wo Jesus sagt, viele Jünger, viele werden zu mir kommen. Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Jesus sagt, es werden viele sein. Es werden viele sein. Jeder Jünger Jesu, der annimmt, dass du eine Salbung und eine Kraft bekommen hast, um diese Dienste Jesu, diese Dienste des Reiches Gottes auch heute in deiner Generation, in deiner Zeit durchzuführen. Und weißt du was? Da geht es doch nicht um dich, wenn du das tust. Als Jesus diese Dinge getan hat, ging es doch nicht um ihn. Er tat es doch nicht für sich. Er tat es, um Menschen zu befreien. Und jeder Mensch, der von den Griffen und von der Hand Satans befreit wurde, ist eine Seele weniger in der Finsternis. Und Satan verliert seinen Halt in unserer Gesellschaft. Je mehr Menschen frei werden von ihm, umso weniger hat Satan Halt in unserer Gesellschaft. Ich hoffe, du hörst mir gut zu. Je mehr von uns wirklich dieses vollmächtige Gebet beten und binden diese Mächte der Finsternis über unsere Gesellschaft und beten für Freiheit für einzelne Menschen, wo du weißt und merkst, hey, die sind in Bindungen. Je mehr durch unsere Gebete freigesetzt werden, umso weniger hat Satan einen Halt in unserer Gesellschaft und umso mehr können Gottes Wille und Gottes Gesetze in unserem Land wieder Wurzeln fassen. Halleluja. Lasst uns diesen Dienst, diesen geistlichen Dienst tun für unser Land, um es freizusetzen von den Werken der Finsternis. Nun, diese Autorität, sie demonstriert sich tatsächlich und teilweise ist anschaulich. Der Dienst mit einer Demonstration von Autorität ist uns bekannt von Jesus. Und dazu eine Geschichte aus Lukas 4, die ich ganz kurz euch mal vorlesen will. Und dann lesen wir gemeinsam den letzten Satz. In Lukas 4 heißt es, es gab auch einen Mann in der Synagoge, der von einem bösen Geist, einem Dämon besessen war. Der fing plötzlich an zu schreien. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du hergekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß genau, wer du bist, der Heilige Gottes. Schweig, herrschte Jesus ihn an. Verlass ihn sofort. Da warf der Dämon den Mann mitten unter ihnen zu Boden, verließ ihn aber, ohne ihm weiter zu schaden. Und da gab es eine Reaktion. Hier eine Konfrontation. Jesus kommt rein. Jesus ist voll dieses Heiligen Geistes, voll dieser heiligen Kraft und Autorität. Und dieser Dämon, er erkennt diese Autorität an und er manifestiert sich. Wir haben es immer wieder erlebt. Menschen kommen in die Versammlung. Eigentlich sie sind ganz ruhig. Es gibt manche Menschen, die wissen noch nicht mal, dass sie eigentlich irgendein ein Problem haben, ne? Weil sie eigentlich im Bereich der Finsternis sowieso leben. Ne? Und dann kommen sie in die Versammlung und dann gibt es eine geistliche Konfrontation. Und in der Versammlung fangen sie an zu manifestieren, zu schreien oder ne, anzugreifen oder sowas. Ne? Und du weißt, mit wem du was zu tun hast.
Es ist eine geistliche Konfrontation. Und liebe Geschwister, wir müssen uns dessen klar sein. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, es werden sich Dinge plötzlich manifestieren. Es gibt eine geistliche Konfrontation. Und es ist gut, wenn du das einordnest. Weil oft sehen wir die Menschen, durch die diese dämonischen Mächte wirken. Und sie versuchen, dich anzugreifen, dich zu kneten, runterzukriegen, böse Worte, Flüche über dich und so weiter. Und du bist natürlich erschrocken und du denkst, dein Kampf ist gegen einen Menschen. Ist es aber nicht. Manchmal kann sogar auch der Partner oder das Kind oder Familienangehörige dazu benutzt werden. Der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Er ist noch immer gegen die Mächte der Finsternis. Er wirkt aber durch Menschen. Aber du musst durchschauen. Du musst durchschauen, musst die geistliche Ebene sehen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen andere Mächte der Finsternis. Es gibt eine Reaktion, es gibt eine Konfrontation, wenn du mit dem Heiligen Geist in eine Atmosphäre hineinläufst. Okay, dann sei nicht überrascht. Aber hier heißt es dann in Lukas 4, Vers 36, die Leute erschraken sehr und sagten untereinander, was für ein Wort, welche Vollmacht und Kraft. Er befiehlt den bösen Geistern und sie fahren tatsächlich aus. Wow, und die Leute sind begeistert oder auch plötzlich von Angst ergriffen, weil sie diese geistliche Konfrontation gesehen haben, haben aber auch gesehen, welche Vollmacht Jesus hatte. Jesus redet also klar vom Reich der Finsternis. Und es ist interessant, dass, wie viel Jesus eigentlich von Satan und von der Hölle und so weiter redet, mehr als in anderen Stellen der Schrift. Ja, warum? Weil er kommt aus dieser Heiligkeit Gottes. Und diese Heiligkeit Gottes gibt es keine Kompromisse mit der Finsternis. Er redet hier ohne Angst, aber auch nicht überheblich. Und wir dürfen über diese Dinge Satans nicht in eine Überheblichkeit kommen. Wir dürfen diese Dinge auch nicht abtun. Oh, das ist ja nichts. Ja? Nein, aber ohne Angst, mit einer Überzeugung. Und Jesus hat eine Dringlichkeit. Er hat eine Dringlichkeit. Er übergeht diese Dinge nicht. Wenn wir darüber schweigen, heißt das nicht, dass es das nicht gibt. Das gibt es ja wohl. Und das gibt dem Feind, der ja wie ein Terrorist arbeitet, umso mehr den Vorteil, solange wir uns nicht um ihn kümmern, nicht darum reden und ihn tun lassen, dann nimmt er jeden Vorteil, den er bekommt. Es ist eine Dringlichkeit, dass wir uns dagegen wenden. Jesus sagte in Lukas 11, Vers 20, wenn ich aber die Dämonen mit dem Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Das Reich Gottes, wenn es kommt, hat etwas zu tun damit, dass das Reich der Finsternis zurückgetrieben wird. Das gehört zusammen. Diese Werke der Dämonen in Menschen, ich habe schon manche Dinge zitiert. In der Bibel lesen wir, dass es tatsächlich physische Defekte gab. Menschen, die stumm waren, taub waren, verkrüppelt waren, aufgrund von dämonischer Präsenz in ihrem Leben. Menschen, die geistige Defekte haben, die gewalttätig waren. Epilepsie wird einmal genannt in der Schrift als Verstandsverlust und so weiter. Das sind Dinge, die in der Bibel alleine durch diese Geschichten, die wir dort lesen, geschrieben sind, die durch Dämonen produziert waren. Geistliche Kräfte machen sich wahr. Vorhersagen, Wahrsagen und andere richtig starke Kräfte, die frei werden durch diese Dämonisierung. War das nur damals? Ich habe viele Dinge auch in Indien gesehen. Ich habe gesehen, wie diese richtig physische Manifestationen, aber auch diese Seite, dass Menschen und diese Macht richtig geistliche Macht haben, Dinge vorherzusagen, auch sehr korrekt vorherzusagen, Flüche auszusprechen, die Menschen verkrüppeln und selbst umbringen. Wir haben diese Mächte alle gesehen. Und Jesus sagt, keine Angst. Du kannst diese Mächte austreiben in dem Namen Jesus Christus. Stärker ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Halleluja. Und wie geht diese Austreibung?
wie ich zum ersten Mal in diese Situation gekommen war. Ich war noch ein Bibelschüler und war plötzlich konfrontiert am Ende einer Versammlung, wo ich für Menschen beten wollte, für Heilung beten wollte. Und dann manifestiert sich ein Mensch mit einem Dämon. Hey, was mache ich jetzt? Was ist dran? Wie geht das? Und du erinnerst dich an Jesus oder die Geschichten der Aposteln. Apostelgeschichte 16, Vers 18. Da war es mit Paulus, ja, und Paulus reagiert. Und das heißt hier, und er sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von hier auszufahren. Und er fuhr aus zur selben Stunde. Oh, das hört sich aber einfach an. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht so kompliziert. Die Kraft des Namens Jesus, unterschätze sie nicht. Lebe in dieser Kraft, lebe in dieser Heiligkeit dieses Namens. Identifiziere dich mit Jesus, mit seiner Kraft, mit seinem Wesen, mit seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit für Menschen. Und wenn du in diesem Namen kommst, dann steht da eine Kraft dahinter. Du gibst diesen Befehl. Ja, da kann sich etwas manifestieren. Manchmal ist das Schreien, manchmal, dass die Dämonen zurückreden und antworten, dass einem eine Person hinfällt, dass er plötzlich sehr gewaltmäßig reagiert. Das kann passieren. Ja, ist gut, wenn man das weiß, ja, dann ist man darauf vorbereitet. Ja, ist dann auch wichtig, dass man zu zweit, wenn man weiß, eine Person hat da Schwierigkeiten, ist gebunden, dann macht man diesen Dienst immer zu zweit, ja, damit man sich gegenseitig unterstützen und tragen kann, auch wenn es dann mal ein bisschen mächtig, kräftiger wird. Aber der Sieg, der ist da, der ist klar, im Namen Jesus. Der Dämon fährt aus und es ist eine Rückkehr von einem gesunden Verstand. Wir lesen eine Geschichte von Jesus in Markus, Kapitel 5, Vers 15. Übrigens habe ich über diese Geschichte gepredigt, genau vor einem Jahr, am 4. Juli 2020. Kannst du nachhören, die Predigt heißt Herrschaft über finstere Mächte. Empfehle ich dir, auch diese Botschaft zu hören, Herrschaft über finstere Mächte. Und da heißt es in Vers 15, als sie zu Jesus kamen, sahen sie den, der bisher von einer Legion böser Geister besessen gewesen war, bekleidet und vernünftig bei ihm sitzen. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Der, der so von Dämonen geplagt war und übernatürliche Kräfte freigesetzt hatte, war plötzlich hier bekleidet und vernünftig unter ihnen. Und das ist das, was wir immer wieder sehen dürfen, wenn Menschen frei werden. Sie werden wieder vernünftig, normal. Wow, du kannst wieder mit ihnen normal reden. Und sie und die Lebensfreude und die Lebensqualität kommt wieder zurück. Und sie können wieder ins Leben einsteigen. Halleluja. Und das darf ich dir zusprechen. Auch für dich ist es da, dass du zurück ins Leben kommst und kannst normal wieder weiterleben, ohne alles Mögliche, dich zu ritzen zu müssen und Zwänge zu haben und dergleichen. Es gibt vollkommene Befreiung. Es gibt vollkommene Befreiung. Ja, es ist ein Weg dahin. Und wir wollen das jetzt lernen und wir wollen dann auch miteinander ins Gebet gehen. Es ist ein Weg dahin. Ja? Und du musst es lernen, in dieser Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Ja? Jesus sagt in Johannes 1, 8, Vers 36, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Also ein befreiter Mensch findet andauernde Befreiung nur, indem er sich von Christus ausfüllen lässt. Und das ist jetzt etwas, was ich euch wirklich mitgeben will am Ende dieser Botschaft. Ich habe viel Fundament für dich gelebt, Fundament des Verständnisses in diesem Thema. Jetzt wollen wir in das Praktische gehen. Wie kannst du das jetzt umsetzen und jetzt anwenden? Nummer eins, Christus muss dein Leben erfüllen. Er muss dein Lebensherr sein. Lass ihn rein. Was heißt das? Sünden bekennen, Vergebung annehmen, Jesus folgen. Sünden bekennen ist ein ganz wichtiger Schritt. Denn das sind ja Einfallstore. Der Teufel hat Recht in deinem Leben, wenn du Sünden zulässt und du weißt davon und du willst sie nicht loslassen. Das ist dann eine bewusste Sünde. Und bewusste Sünden geben dem Satan einen Vorteil. Das ist wie so eine Türe, die offen steht und er kann seinen Fuß reinstellen
und die Türe geht plötzlich nicht mehr zu. Sünden bekennen, Vergebung auch anzunehmen dafür, auch egal wie schlimm es war, was du gemacht hast. Verberge dir die Dinge nicht, lass sie nicht im Geheimen. Wenn du Dinge getan hast, wenn du dich mit Wahrsagerei abgegeben hast, wenn du Kartenlesen gemacht hast, es mag auch zurück sein, irgendwann in deiner Jugendzeit oder Kindheit, wenn du dir die Hand hast lesen lassen, mit Horoskope umgingst, satanische Musik gehört hast und so weiter, du willst die Dinge vielleicht lieber ausstreichen aus deinem Leben, wo du vielleicht im Geheimen zu einem Zauberer gegangen bist, um vielleicht irgendwie für die Krankheit deines Kindes dir was abzuholen. Es ist ja meistens, wenn wir irgendwo Schwierigkeiten haben, dass wir dann Wege suchen. Bekenne deine Sünden vor Gott. Dann machst du diese Türe für den Satan zu. Das ist mein nächster Schritt. Du musst die Türen schließen. Du musst dich von diesen Dingen lossagen. Und das ist ganz wichtig, dass du dich lossagst. Ich sage mich los von diesem und jenem, was ich getan habe in meinem Leben. Sage dich los. Trenne dich auch von den Dingen. Es gibt ja einiges an Gegenständen, die man hat, die teilweise auch richtig Wertgegenstände sind, Bilder, Bücher, weiß ich, was da alles gibt, auch Dinge, die du auf deinem Computer abgespeichert hast. Trenne dich von den Räumen aus, denn diese Dinge geben einen Vorteil dem Feind. Und dann bleib weg, bleib ganz absichtlich weg. Wir haben es erlebt immer wieder, wenn Menschen zum Beispiel vom Götzendienst sich dann abgesagt haben und dann gingen sie aber wieder irgendwo in Indien an einem Tempel vorbei und da sind ja so viele. Ja, und es ist eine Angewohnheit, dich auch vor einem Tempel wieder niederzubeugen und so praktisch in einer Geste der Anbetung. Und wie viele sind da wieder gefangen worden von demselben Geist, weil sie wieder angebetet haben. Wegbleiben von diesen Dingen. Das ist ein wichtiger Schritt. Du möchtest frei bleiben. Nun, du kannst immer wieder zurück zum Herrn. Immer wieder, auch wenn diese Dinge nochmal, wenn du nochmal was zugelassen hast. Du kannst immer wieder deine Sünden bekennen. Immer wieder. Du gehst immer wieder durch diese Schritte durch, bis du in die vollkommene Freiheit hineingekommen bist. Sag mal Halleluja. Jakobus 4, Vers 7 heißt, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und so flieht er von euch. Halleluja. Du hast eine Verheißung hier, die heißt, widerstehe dem Teufel und er wird fliehen. Du hast eine Macht, aber du musst es auch tun. Du musst es auch tun. Und der Schritt ist, unterwerfe dich unter Gott. Unterordne dich der Ordnungen Gottes. Das heißt für mich hier, dieser Satz heißt für mich ganz klar, der Teufel ist da, ich kann ihm in die Augen schauen, ich habe keine Angst vor ihm, egal wie stark und mächtig er ist, aber mein erster Schritt ist, ich komme vor Gott. Da werfe ich mich hin, da unterordne ich mich, da mache ich mich klein und mache ihn groß. Halleluja. Er ist meine Kraft. Ich habe keine Zweifel an der Größe Gottes. Das heißt es auch. Kein Zweifel an der Größe Gottes. Egal welchen mächtigen Dingen ich entgegenschaue, ich unterwerfe mich unter Gott, denn er ist größer. Halleluja. Und dann muss ich mir einfach bewusst machen, dass der Teufel da ist. Ich darf den Teufel und die Schliche des Teufels, ich darf sie nicht verneinen, ich darf die Augen nicht zumachen. Das heißt hier, widersteh dem Teufel, sag, mach die Augen auf und schau den Dingen in die Augen. Der Teufel hat Schliche, er ist ein Terrorist, da musst du schon ein bisschen aufpassen, deshalb heißt es, seid wach und nüchtern. Sei wach und nüchtern. Es gibt viele Dinge, wo du nicht mehr nüchtern bist, wenn du dich mit zu vielen Informationen und Nachrichten zuhaust. Wenn du dich mit gewissem Alkohol zuhaust, dann bist du nicht mehr nüchtern. Wie willst du dann dem Teufel auf die Schliche kommen? Und dann holt er dich so.
Wie willst du ihm widerstehen? Jesus möchte deine Freiheit. Er hat sie für dich vorbereitet. Aber es ist in deiner Hand, ob du darin lebst. Okay? Mach nicht den Teufel groß. Und es gibt viele Leute, die erzählen mir, Mensch, von alles, was er macht und wie kräftig und wie schlimm und so weiter. Mach nicht den Teufel groß, mach Gott groß. Wir machen nicht die Augen zu zum Teufel, aber wir machen den Teufel nicht groß. Wir erzählen nicht von all seinen Machenschaften, sondern wir erzählen von Gott, von all dem, was er kann. Halleluja. Und dann kämpfen wir nicht gegen Menschen, sondern wir binden und lösen. Wir binden die Mächte der Finsternis und lösen die Menschen von diesen Bindungen. Halleluja. Fang an, ins Gebet einzusteigen. Binde diese Mächte der Finsternis. Stelle dich auf diese Verheißungen Gottes. Halleluja. Und proklamiere sie im Gebet. Und ich möchte, dass wir jetzt aufstehen, dass wir miteinander beten, wir miteinander proklamieren. Halleluja. Und wir wollen uns lösen von diesen Mächten der Finsternis. Und wenn du in Dingen steckst, ja, dann ist heute der Tag, dass wir uns, dass du dich davon löst. Sind dann Dinge, die ich angesprochen habe in meiner Predigt, die dir gezeigt haben, hey, da ist bei mir noch was. Da habe ich nicht bekannt, das habe ich im Geheimen gehalten. Dann ist es Zeit, dass du diese Dinge bekennst, dass du sie jetzt bekennst vor Gott. Dass du heute es bekennst und dich davon lossagst, okay? Mach das. Scheue dich nicht, schäme dich nicht. Auch wenn du dich heute eigentlich dafür schämst, dass du gewisse Dinge gemacht hast. Du willst lieber niemandem davon erzählt haben. Sag es heute, bekenne es und löse dich. Wollen wir das miteinander machen? Halleluja. Vater, wir kommen jetzt vor deinen Thron. Jesus, ich danke dir, dass du uns in die Freiheit nimmst durch den Geist und durch die Salbung Gottes. Danke, dass du für mich Freiheit gegeben hast, für mich Freiheit vorprogrammiert hast durch das Kreuz Jesu Christi. Halleluja. Und ich möchte heute in die ganze Freiheit hineingehen. Halleluja. Und ich bekenne. Und ich möchte, dass du mit mir jetzt betest und sagst, ich bekenne. Ich bekenne meine Sünden. Und ich möchte, dass du dir jetzt in ein paar Sekunden einfach Zeit nimmst. Ich bekenne, wo ich mich ausgeliefert habe, wo ich unvorsichtig war. Horoskope, Wahrsagerei, Flüche. Bekenne jetzt deine Sünden. Bekenne, wo du ganz bewusst dem Hass und dem Wut Raum gelassen hast, wo du bewusst dir andere Hilfe geholt hast aus anderen Quellen und Energien, wo du bewusst gesagt hast, Jesus, Gott, die Bibel hat mir nichts zu bieten, ich gehe woanders hin, da ist Kraft. Bekenne es jetzt, sei mutig in diesem Bekenntnis. Und sag dich jetzt so, sag ich, sag mich los von diesen Dingen. Ich werde damit nichts mehr zu tun haben. Ich räume aus, was ich noch davon habe, jeden Gegenstand, jedes Buch, alles, was mich daran erinnert. Ich räume aus, jede Statue, jedes Dingen. Ich räume aus, will nichts mehr damit zu tun haben. Ich sage mich los. Halleluja. Und Jesus, ich danke dir, dass du größer bist als all diese Werke der Finsternis. Und mag es noch in meinem Leben so viel getan haben und vielleicht sogar manches Gute. Aber trenne dich jetzt von diesen Machenschaften des Teufels, der dich in Bindungen führt. Und im Namen Jesus, ich spreche jetzt Freiheit aus über dich. Ich spreche jetzt Freiheit aus und ich binde diese Mächte der Finsternis, die dich noch in Gebundenheit halten. Diese Mächte, die dir schlaflose Nächte geben, Albträume geben, die den Schlaf geraubt haben, die dir den Verstand geraubt haben, die dich in eine negative und depressive Haltung hinein gepusht haben,
Ich gebiete diesen Mächten der Finsternis, die in dir Hass und Wut hervorbringen, dass du gewalttätig geworden bist und dich selbst nicht mehr unter Kontrolle hast. Ich gebiete diesen Mächten der Finsternis zu weichen aus deinem Leben. Und ich gebiete diesen Mächten der Finsternis, die dich psychisch gequält und geschlagen halten. Ich gebiete diesen Mächten, jetzt zu weichen aus deinem Leben. Dass deine Seele freigesetzt wird, deine Emotionen freigesetzt werden. Wo dein Herz verhärtet ist. Und du kannst nicht mehr Liebe empfangen, du kannst keine Liebe geben. Im Namen Jesus. Sei frei. Sei frei für den Fluss der Liebe Gottes. Jesus ist für deine Freiheit gekommen. Danke, Jesus, für deine Kraft jetzt. Und da, wo du jetzt bist, egal, wo du diese Botschaft anhörst, wo du jetzt bist, auch in deiner Wohnung oder in deinem Auto, nimm dir jetzt für eine Minute Zeit, geh auf die Knie und empfange jetzt die Freiheit Jesu Christi, indem du ihn anbetest, indem du ihn groß machst, indem du dankst für das Kreuz. An diesem Kreuz hat Jesus den Fluch über deinem Leben gebrochen. Die Kraft der Sünde gebrochen über deinem Leben in Jesu Namen. Sollst du frei sein, empfange diese Kraft des Blutes Jesu. Und du wirst überwinden durch die Kraft des Blutes. Und du wirst verkündigen mit deinem Mund und Zeugnis geben. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Mach die Herzen frei. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns mit deiner Kraft. Erfülle uns mit dieser Kraft und der Autorität und der Vollmacht, dass wir aufstehen als Kinder Gottes, dass wir aufstehen als Söhne Gottes, dass wir umhergehen als Söhne Gottes und dein Reich verkündigen und in dieser Kraft und dieser Vollmacht dienen, dass unser Land frei wird, dass unser Land wieder das Wort Gottes hört und deine Gerechtigkeit regiert in unserem Land. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. So möchte ich dich jetzt segnen. Ich möchte dich segnen. Der Heilige Geist in dir bringt hervor Ströme lebendigen Wassers. Und Ströme lebendigen Wassers soll hervorfließen, wird hervorfließen aus dir in deine Familie, in deine Atmosphäre, in Jesu Namen. Halleluja. Und es wird Wiederherstellung bringen. Halleluja. Gib nicht auf, bleib dran und der Teufel wird besiegt. Widerstehe ihm und er wird fliehen. Er wird fliehen in Jesu Namen.